Lieber Peter, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde versuchen, so deutlich ich kann, Ihnen meine Ansichten zu dem Weibelphänomen zu erläutern. Ich habe eine ähnliche Schwierigkeit wie Peter entwickelt, wahrscheinlich durch den langen Umgang miteinander. Auch, man kann auch seine Zunge ohne Einbetonierung schädigen, mit Hilfe von mehrfachen Implantaten. Es ist mir gelungen, an Undeutlichkeit ungefähr das Niveau von Peter Weibels Artikulation zu erreichen. Darauf möchte ich jetzt nur hinweisen, damit Sie sehen, wie Karlsruher Lebensläufe sich bis in die Psychosomatik sozusagen einprägen. Wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir die Erstentdecker des Kontinents Weibel sind. In diesem Punkt haben andere Seefahrer und andere Berichterstatter bereits die Nase vorne gehabt. Vor einigen Jahren hat sogar die Stadt Wien, die eigentlich nicht durch eine besondere Weibelophilie ausgezeichnet war, ihm in einem der nobelsten Gebäude der Stadt eine große und großartige Ausstellung gewidmet, die den Horizont geöffnet hat und die einen ähnlichen Akzent gesetzt hat wie die Karlsruher Ausstellung hier, nämlich dass sie den weniger bekannten Teil seines Oeuvres, nämlich den authentisch-künstlerischen, in den Mittelpunkt gerückt hat. Ich habe meine Überlegungen, die ich seither angestellt habe, unter den Titel gestellt: Verfrühte Begegnungen mit dem Weltgeist. Es gibt eine Geopolitik des unglücklichen Bewusstseins, von welcher die Geschichtsschreibung bisher nicht Kenntnis genommen hat, auf dem Feld der Ideen ebenso wenig wie auf jenem der Künste. Man weiß seit längerem, dass das Elend gerne Nationalfarben trägt. Wer hat noch nicht vom englischen Spleen gehört, jener politischen Milzkrankheit, auf welche die Leute vom Kontinent mit einer Mischung aus Verwunderung und Eifersucht blicken. Oder vom Mal français, das wahlweise die Syphilis oder den Defätismus bezeichnet. War es nicht obendrein ein Jahrhundert lang eine italienische Spezialität, unerlöst zu sein? Italia irredenta. Und zwar im 19. Jahrhundert von den Habsburgern, im 20. Jahrhundert von der Realität überhaupt. Ich glaube, Italien hat die höchste Dichte an Astrologen und Wahrsagern in Europa. Und kein Abgeordneter nimmt an einer Abstimmung teil, ohne vorher seinen Hausastrologen befragt zu haben. Und um im 21. Jahrhundert will man erlöst werden von jener bösartigen Sonderform des Realen, die man die Zinsen nennt. Ja, deswegen ist kein Zufall ist, wenn ein Italiener heute von Brüssel aus die übrigen Europäer so behandelt, wie es den Italienern gut tut. Und was soll man erst über die Griechen sagen, die Demokratie erfunden haben, zumindest dem Gerüchte nach? Sie hatten 400 Jahre lang die Chance, ihren Besatzern
den Türken die Grundsätze der westlichen Freiheit beizubringen. Man hat allerdings den Eindruck, sie selber haben sich stattdessen stark ottomanisiert. Ja. Also man braucht die Liste der europäischen und der außereuropäischen Nationen und ihrer Gemütsbelastungen nicht weiter zu buchstabieren. Man käme immer auf das gleiche Ergebnis. Es besteht in dem kollektivpsychologischen Gegenstück zu Tolstois bekanntestem Diktum: Alle glücklichen Nationen gleichen einander, hingegen ist jede unglückliche Nation auf ihre eigene Weise unglücklich. Allerdings ist der Begriff der glücklichen Nation etwas, was die Logiker eine leere Menge nennen. Es wurde bisher noch keine entdeckt, aber wenn sie entdeckt würden, wären sie alle glücklich. Wenn nun das unglückliche Bewusstsein Hegel zufolge das Auseinanderfallen des vorgeblich anfangs harmonischen Verhältnisses zwischen Welt und Selbst bezeichnet, dann stellt Österreich ohne Zweifel ein Kernland des unglücklichen Bewusstseins dar. Dieser Befund gilt namentlich seit den Tagen, in denen Autoren wie Schnitzler, Mautner, Freud, Broch und Muse für ihre Zeit wirkungsvolle Phänomenologien des verstimmten Lebens ausführten. Vorausgegangen war ihnen Nestor, dessen verheerender Humor das tiefreichende Nichtzusammenpassen der Einzelnen mit den sogenannten Verhältnissen ausgeleuchtet hatte. Nestor sagt ja einmal, ja, wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf, aber keinen Tag früher. Man möchte die Summe solcher Beobachtungen geradezu die österreichische Lektion nennen. Je mehr sich die Einzelnen gegenüber ihren Milieus individualisieren, desto weniger ist es ihnen möglich, in ihrer Mitwelt aufzugehen. Zeitnahe Wahrnehmungen aus der ex-kakanischen Situation bestätigen diesen Befund mehr denn je. Fast alle großen Namen des jüngeren österreichischen Komplexes folgen durchweg dem genannten Muster. An ihnen zeigt sich der radikale Zerfall des Zusammenhangs zwischen Selbst und Welt auf monotone und doch jeweils völlig eigene Weise. Was wäre die Literatur- und Kunstszene Österreichs während der vergangenen Jahrzehnte gewesen, ohne die Emigration von Thomas Bernhard in sein Ohlsdorfer Exil? Was wäre sie ohne die Flucht von Peter Handke nach Paris? Was wäre sie ohne das Abtauchen von Elfriede Jelinek in ihre Münchner Refugien, von denen aus sie mit der Hartnäckigkeit der unversöhnlich verstimmten Person jährlich ihre Enzykliken der Unzufriedenheit versendet? Was wäre sie ohne die ständigen Fluchten Otto Mühls, der von seinem Exzesse-Labor im burgenländischen Friedrichshof über Gomera ins Gefängnis wanderte und dort weiter zu einer österreichischen Außenstelle des Wahnsinns im algarvischen Faro? Ja. Was wäre sie ohne den Rückzug des entzauberten Kybernetikers und des resignierten Romanciers Oswald Wiener in das obskure Nest Mürzzuschlag, von ihm als die Milz der Finsternis bezeichnet, einen Unort, der ihm über viele Jahre als Posten zur Beobachtung des Selbst- und Weltverfalls diente? Und was wäre sie ohne die ominösen Selbstverstümmelungen von Günther Brus, der zeitweilig lieber zugrunde gehen wollte, als ein Landeskind zu sein, und der lange lieber auf atlantischen Inseln siedelte, als in dem unmöglichen Zuhause? Man muss diese Zusammenhänge evozieren, wenn man den Versuch unternimmt, das Phänomen Peter Weibel, den 1945 in Odessa geborenen, damals rumänisch, wenn ich richtig sehe,
waren wir einige Monate lang rumänisch, ja. Also ist ein Zuwanderer, ein Mehrfachzuwanderer, nicht, der über Österreich nach Deutschland kam. Der Sohn eines Vaters, von dem man wenig hört, und einer Zugefrau in seinem unösterreichischen Eigensinn zu charakterisieren. Was diesen Künstler und den subtilen Theoretiker mehr als alles andere kennzeichnet, ist die Tatsache, dass er unter all den notorischen Österreich-Vermeidern der loyalste Immigrant seines Landes blieb. Sein Lebenslauf, markiert durch zahllose Engagements in aller Welt, lässt keinen Zweifel an der Feststellung zu, für die Begabten einer Nation ist zuweilen die Emigration ein verpflichtendes Schicksal, sei es die innere oder die äußere. Das Weibe, die äußere Welt, mag man als das bezeichnendste Element seines intellektuellen und ästhetischen Engagements bezeichnen. Es gibt Situationen, in denen allein der Ausgewanderte seiner Herkunft treu sein kann. Weibel ist seiner intellektuell-künstlerischen Physiognomie zufolge als ein verspätetes Mitglied des Wiener Kreises zu bezeichnen, ins Zeitalter der neuen Medien versetzt. Man kann wohl mit keinem heute Lebenden über Wittgenstein, Carnap, Neurath, Schlick und all die anderen ernsthafter reden als mit ihm. Neurath, der zu Unrecht Vergessene, besitzt zur Stunde seine Sympathie, indes Kurt Gödel sein eigentlicher Heros wurde. Und diesen Kreis gehört Weibel an, weil seinen Vorgängern ein Vorzug zukam, den auszusprechen es an der Zeit ist. Sie alle waren angesichts der Verwirrungen des späthabsburgischen Bewusstseins veritable Therapeuten der Kultur, nicht bloße Wahrnehmungskünstler und nicht bloße listige Profiteure der österreichischen Krankheit. Ihnen gemeinsam war der Glaube an die heilende Macht der logischen Behandlung existenzieller und kollektiver Verkrampfungen. Für sie durfte das unglückliche Bewusstsein nicht das letzte Wort haben. Eher waren sie bereit, mit der Metaphysik insgesamt zu brechen, jenem Kompendium des Nachteils geboren zu sein, als mit dem Anspruch, das Leben vernünftig und glücklich zu gestalten. Als Weibel um die Mitte der 60er Jahre auf die neue österreichische Bühne trat, ein überbegabter 20-Jähriger, der den Geschmack der kommenden Dinge verspürte, geriet er zunächst, man möchte sagen, unvermeidlich in die Gesellschaft der Wiener Aktionisten, ohne zu ahnen, dass er der einsame Wolf im Rudel werden musste. Und während seine Kampfgefährten den Begriff der Aktion benutzten, um sich unter dem Vorwand der Körperbefreiung immer heftigeren Enthemmungen auszuliefern, bis hin zu den ominösen Masturbationen und Defäkationen coram publicum von Günther Brus, wandte der junge Weibel sich den Materialien und den gestisch-pragmatischen Grundlagen des Kunstgeschehens zu. Dass Menschen Stoffwechselwesen sind, wer hätte daran jemals zweifeln können? Die Wiener Aktionisten meinten, sie brächten die Kultur voran, indem sie das Scheißen, das Pissen und das Ejakulieren auf die Bühne hoben. Hermann Nitsch ließ sogar Blut in Strömen fließen, ein Wagnerianer, der sich in die Metzgerei verirrt hatte. Weibel hingegen dachte schon damals, man müsse den Menschen als das zeichenerzeugende und zeichenempfangende Wesen in den Mittelpunkt rücken. Bei ihm und nur bei ihm wurde das Missverständnis namens Aktionismus richtiggestellt. Der Mensch ist das zeichensprühende Tier. Es handelt, indem es sich von Geräten und Symbolen behandeln lässt. Von Feuchtigkeiten mögen andere reden. Paul Valéry, einer von Weibels Helden, sagt es lapidar, guter Geist ist trocken.
Vorweibel hat nur Stéphane Mallarmé und Hugo Ball so sehr darauf insistiert, dass Gedichte Operationen mit Buchstaben und Klangwerten sind. Bei Weibel wird das Buchstabenmanipulieren gegen Mitte der 60er Jahre zum öffentlichen Gut erklärt. Doch nicht nur die Buchstaben des Alphabets sind in den Augen des jungen Mediologen avant la lettre als Bausteine der Kultur zu bewerten. Weibel entdeckt erstaunlich früh unter dem Einfluss von Rationalisten, von wohlgestimmten Rationalisten wie Max Bense und subtilen Surrealisten wie Magritte die Mittelwelt der Zeichen und ihrer technischen Träger in allen zusammengesetzten Gestalten und Artefakten. Und wer je dem Charme der Aufklärung im emphatischen Sinn des Wortes noch einmal begegnen möchte, kann dies heute nichts Besseres tun, als sich mit dem Werk des jungen Aktionisten Weibel zu befassen. Hier nimmt man an nicht weniger als einer Aufklärung zweiter Stufe teil. Fast 30 Jahre vor dem Siegeszug der Computer vollzog Weibel schon den Übergang von der Leinwand zum monitorialen Raum. Fast 20 Jahre vor den weltweit wirksamen Arbeiten Friedrich Kittlers hatte Weibel die Zeichen- und Apparatewelt erkundet und ins Repertoire der neuen Kunstsprachen einbezogen. Ein Jahrzehnt bevor Niklas Luhmann die Figur des Beobachters in das Vokabular der aktuellen Theorie einbrachte, war diese bereits ein permanenter Gast im weibischen Universum. Und bei ihm blieb das aufklärische Leitwort »bessere Welt« noch auf die sympathischste, wie auch immer naive Weise mit dem Programmwort »klügere Kunst« verschwistert. Hier gibt es Anlass, die Tragödie der weibischen Karriere zu erwähnen, mag dieser Begriff auch hochgegriffen scheinen. Weibels größtes Talent zeigte sich darin, in den wesentlichen Dingen unseres Zeitalters zu früh zu kommen. Inzwischen wissen schon Halbwüchsige, dass in den meisten Dingen nur das technische Niveau noch zählt. Der Weltgeist spricht im späteren 20. Jahrhundert in intermedialen Dialekten. Vor 50 Jahren war es nur eine winzige Avantgarde, für welche Namen wie Valéry, Turing, McLuhan und Bense standen, die begriffen hatte, dass die Zwischenwelt der Zeichen und ihrer technischen Träger den Inbegriff des menschlich Realen ausmacht. Sie wussten schon damals, dass die Welt ein Selfie ist, aufgenommen durch die technischen Linsen der jeweiligen Epoche. Und daher das Postulat bereits des jungen Weibel, dass eine denkende Kunst mediologisch wach werden sollte. Was früher Kritik oder Reflexion hieß, muss heute Medienluzidität werden. Eine von Weibels frühen Arbeiten reflektiert diesen Ansatz exemplarisch. Auf dem Boden eines Ausstellungsraums im Stift Melk schrieb er im Mai 1968 in großen Buchstaben vielfach das Wort Recht und gab den Besuchern Gelegenheit, das Wort mit Füßen zu treten. Und wer konnte daran zweifeln, dass man bei dieser Aktion dem klinischen Befund über Österreich nach 1945 sehr nahe war? Als Virtuose der Medienwachheit hat Weibel auf diskrete Weise Geschichte gemacht. Er hat in der Kunstfigur von Wally Export einen Ausgangspunkt feministischer Kunst in die Welt gesetzt, unbedankt, wie sich versteht, da die Dame mit dem Logo seit ihrer Trennung von ihrem Erfinder vorgibt, unter dem von ihm geschaffenen Markennamen sie selbst zu sein. Er hat Protagonisten der Weltkunst wie Olafur Eliasson und starken Köpfen des Weltdenkens wie Bruno Latour von seinem Karlsruher Wirkungszentrum aus Impulse zu globalen Laufbahnen mitgegeben. Und wer nun wie ich das Privileg hat, Weibel fast täglich in Aktion zu erleben, als Beobachter eines Beobachters von Beobachtern, der weiß allerdings, dass keine noch so umfangreiche Ausstellung das Hauptwerk des unermüdbaren Aktionisten umfassen kann.
Und das liegt nicht zuletzt daran, dass Weibel als Kurator und Ausstellungsmacher dem Werk anderer ebenso zugewandt ist wie dem eigenen. Man hat sogar den Eindruck, zuweilen in noch höherem Maße. Und um von seinem gesamten Oeuvre eine Vorstellung zu halten, müsste man neben dem Werk, seinen eigenen Werken, auch seine Ausstellungen ausstellen und seine Reflexionen reflektieren. Manchmal möchte man ihn für seine viel grenzenlose Rezeptivität tadeln. Müssen so viele Ausstellungen wirklich sein? Gibt es wirklich so viel Talent in der Welt, wie man in Karlsruhe, in Graz und an anderen Schauplätzen von ihm ständig vor Augen gestellt bekommt? Vielleicht ist es das Wesen des Genius, den Inspirationen anderer auf Augenhöhe zu begegnen. Und was nun auch immer die Ausstellung des weiblichen Oeuvres in diesen Räumen einer überraschten, erheiterten, inspirierten Öffentlichkeit vor Augen führt. Weibels primäre Qualitäten entziehen sich der Ausstellbarkeit. Seine stetig wache Umsicht und seine unbeirrbare Offenheit für Ereignisse in dem Überraschungsraum, den man die Kunst nennt, ist die weltarme Verdrossenheit bei der österreichischen Version des unglücklichen Bewusstseins die Regel. So bleibt Weibel der unresignierte, weltzugewandte, überaktive, die Ausnahme.